ich komm mal, ich rutsche mal ein bisschen näher zu dir ran. Ich möchte, dass du erstmal einen schönen Gedanken fasst. Das heißt, denk an einen Menschen, der dir nahe steht. Wenn du an diesen Menschen denkst, musst du dein Herz spüren. Okay, wunderbar. Ich möchte zeigen, wie stark deine Vorstellungskraft ist, was du damit anstellen kannst in jedem Moment deines Lebens. Kannst du die Hand mal nach vorne ausstrecken, feste Faust machen. Okay, jetzt stellst du dir vor, wie das Gefühl von diesem Menschen, das direkt hier in deinem Herz ist. Es geht aus diesem Herz, das ist ganz normal, wie du atmest, deinem Arm entlang. Direkt durch den Arm, in die Faust und wieder zurück zu deinem Herzen. Und dieses Gefühl zu diesem Menschen wird jetzt immer stärker und stärker und dadurch wird dein Arm immer fester und stärker, kraftvoller und stärker. Die Muskeln spannen sich an, der Ellbogen rastet ein, hier wird es fest und die Faust wird die stärkste Faust der Welt. Und jetzt wird dieser Bann so stark, die Liebe so stark, dass selbst wenn ich versuchen wollte, den Arm einzubeugen, würde ich gegen Stein ankämpfen. Und selbst wenn du versuchst, diesen Bann zu brechen, wenn du versuchst, diesen Arm einzubeugen, wirst du merken, dass das nicht mehr geht, weil du stärker bist. Probier den Arm einzubeugen und wirst merken, dass das nicht mehr geht. Probier es mit aller Kraft, weil die Leute glauben, du spielst. Ich werde gleich deine Hand berühren, dann ist es ganz leicht, aber probier es von ganz alleine. Spielst du gerade? Nee. Je mehr du es probierst, desto unmöglicher wird es. Warum geht es? Weil die Kraft, die Liebe, dich stark macht. Sie kann dich aber auch entspannen. Während das hier stark bleibt, entspannst du jetzt deine Beine, weil aus dem Herzen geht es jetzt in deine Beine. Deine Beine werden ganz entspannt, so schwer und entspannt wie noch nie in deinem Leben. Und weißt du, hast du schon mal davon gehört, wenn Liebe die Beine wackelig macht, zu Gummi? Und das passiert genau jetzt. Und jetzt kannst du in diesem Moment nicht mehr aufstehen. Probier mal aufzustehen. Stell dir vor, es geht nicht mehr. Und je mehr du es probierst, desto unmöglicher wird es. Und es ist deine Vorstellungskraft, weil alles, was ich mache, ich gebe dir ein Angebot. Okay, bei drei ist alles normal. Eins, zwei, drei. Entspannen hier, entspannen hier, entspannen hier. Sehr gut. Jetzt legt der Hand an. Leg mal die Hand auf dein Herz. Ich gehe mir noch einen Schritt weiter. Ich möchte, dass du jetzt dein Herz beruhigst und noch einmal diese Energie zu diesem Menschen schickst. Schick ihm deine Liebe und schau mich an und stell dir vor, dass du ihm direkt diese Liebe schickst, dieses Gefühl der Stärke. Du denkst an einen Mann, eine männliche Person. Wiederhol den Namen in deinem Geist nicht, die Lippen bewegen, immer nur wieder. Ah. Okay, das ist ein ausländischer Name. Ich schreib mal was auf. Wir haben uns nicht abgesprochen, ist das richtig? Wir haben uns gerade erst kennengelernt. Ja? Schließ mal ganz kurz deine Augen. Dürfte ich diesen Namen hier im Fernsehen zeigen? Nein. Darf ich nicht zeigen? Nein. Okay, ich habe jetzt was aufgeschrieben, ich zeige es nur dir. Mhm. Wenn das genau der Name ist, an den du gerade eben gedacht hast, die Person, dann gib uns ein Zeichen. Ja. Nee, das obwohl, ist ja obwohl. Was obwohl? Das ist lustig, ich habe an zwei Namen gedacht. Ich habe mich jetzt nur auf einen konzentriert, aber das ist genau die Person, ja, die du gedacht hast. Die dürfen wir zeigen, weil es, also wir haben ja vorher mal kurz geredet, ja, also genau. Es gibt zwei und das ist, dann das ist das und das ist sehr lustig, weil das ist, gibt es gar nicht. Du also Jan, das, ja? Ja, du, es, weil ich vielleicht ein Rätsel. Okay, okay. Ich habe an meinen Sohn gedacht und ich möchte nicht, dass der Name in der Öffentlichkeit ist. Richtig, und ich habe halt an eine Freundin gleichzeitig gedacht, weil wir davor auch drüber gesprochen haben. Und die Freundin heißt Dunja. Und jetzt ist es halt lustig, weil ich wahrscheinlich beide Gedanken zusammen hatte, ist jetzt ein männlicher Name entstanden. Das finde ich noch viel abgefahrener als... Ja, ich also der Name an sich, ja, das ist eine Freundin von mir aus Australien, die ich... Die ja, halt schon ganz lange... Klar, wenn man sich auf zwei verschiedene Sachen... Ja, Entschuldigung, warum ging das? Das ging wirklich... Weiß ich nicht. Soll ich es erklären? Linda hat ihr Herz erobert. Ja, ohne Zigaretten. Ja, endlich.